So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Mighty's Creator Server Let's Play. Was ich letzte Folge meinte? Tada! Sphere-Test. Na gut, voll kreativer Name, ne? Von Mindtest und Sphere, also wegen weil rund und Baum und Apfelmus. Mal gucken, wie wir das denn gestartet bekommen. Ah, genau. So, wir machen einfach mal das hier. Sieht falsch aus. Dann noch die andere. Sieht korrekt aus. Aha, genau. So, wie wir hier sehen, ist das ganz normal mein Test. Ich kann ganz normal Blöcke abbauen. Gut, ist jetzt hier Creative Modus. Man kann bauen. Man hat hier auch Mesekonstruktion sogar schon mit bei. Aber man sieht schon, das Ganze sieht irgendwie total verrückt aus. Ja, liegt daran, dass das Ganze eine Kugel ist. Das heißt, wenn man jetzt hier ganz weit weg geht, dann sieht man tatsächlich vom Weiten. Tada! Man hat eine echte fucking Welt. Aha, wollte gerade sagen. Da kann man gerade mit dem Laden nicht hinterher. Ja, wie gesagt, man hat eine Welt. Das heißt, mal gucken. Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumwandern, dann müssten wir auch wieder genau da rauskommen, wo wir angefangen haben. Upsala. Genau. Yep. Ja, genau. Jetzt haben wir hier wieder. Oder? Ist das schon das? Wasser. Genau, hier ist wieder das Ding. Jawohl. Genau, da ist wieder das Ding. Da bin ich falsch abgebogen irgendwo. So. Jetzt kann man hier auch auf irgendwelche Türme raufgehen. Gott. Und. Ach, weil die Sichtweite so hoch ist. Upsala. So, hier sieht man hier schon, wir sind auf einer Erde. Man kann den Radius der Erde natürlich einstellen. Jetzt für Demonstrationszwecken ist natürlich der Radius extrem klein gefällt, klar. Aber da zum Beispiel haben wir Lava. Und das ist nicht irgendein Lava, sondern das soll quasi der Erdkern darstellen. Und es gibt auch eine Fläche, das ist extra für Demonstrationszwecke gemacht. Da sieht man dann, da kann man nämlich quasi einfach durch die Erde durchfallen. War das das hier? Nein, das war es nicht. Das war hier so ein anderer Test. Da kann man quasi, wenn man hier runter geht. Sieht man halt, wie die Erde jetzt hier unten extrem stark gekrümmt ist. Weil natürlich, umso tiefer man ist, desto stärker ist natürlich die Krümmung, ganz klar. Während wenn man halt oben ist, die Erde nicht mehr ganz so stark gekrümmt ist. Und es gibt heute auch ein paar Tests, dass die Krümmung auch auf die Physik Einfluss hat. Ja, hier gibt es auch Satelliten, nicht weiter beachten. Ich wusste jetzt nicht, wie schnell muss man dafür sein. Oder liegt es daran, dass ich den Radius verändert habe? Ja doch, wahrscheinlich, weil ich den Radius verändert habe. Schade eigentlich. Aber da oben auf dem Turm zum Beispiel, da kann man das glaube ich machen. Wenn man auf dem Turm ist, dann ist die Schwerkraft so klein. Moment, ist das der richtige Turm?
Oha. Ja, man merkt schon, man fliegt wesentlich mehr. Und wenn man hier oben auf den Turm ist und dann startet. Okay, ja, okay. Also, ich habe tatsächlich den Radius der Welt so vergrößert, dass das nicht mehr funktioniert. Aber wenn der Radius halt extrem klein ist, dann hat man da oben so wenig Schwerkraft, dass man quasi wirklich, statt so runter zu fallen, von der Welt quasi hochfällt. Weil man natürlich dann die Erde Umlaufbahn und dann ist man schneller als die Idealgeschwindigkeit und damit entfernt man sich von der Erde. Ist ganz geil. Und wie gesagt, das ist halt dieses Ding. Gibt es auch offiziell auf GitHub, also kann sich jeder downloaden und mitentwickeln. Derjenige, der das hier entwickelt hat, hat dafür sogar ein Video gemacht auf YouTube, wie das Ganze, wie man das Ganze überhaupt machen kann, dass man aus einer Voxel-Welt, die ja eigentlich blockbasiert ist, das Ganze so darstellt, dass es halt nicht mehr blockbasiert ist. Man merkt aber auch schon, das Ganze nutzt viele Tricks. Das heißt, das Anvisieren der Blöcke funktioniert nicht so, wie man denkt, dass es funktioniert. Sondern man hat zum Beispiel, dass wenn man jetzt eine Kurve hat, die sehr weit weg ist, also zum Beispiel das Haus hier. Jetzt visiere ich ja diesen Block an. Wenn ich nach hinten gehe, würde ich ja quasi auch noch den mittleren Block anvisieren. Aber wie man sieht, erst jetzt visiere ich den oberen Block an, weil wenn die Welt nicht gekrümmt wäre, wäre die Grenze zwischen dem Block und der Block nicht da, sondern erst weiter oben. Und das sind halt solche Effekte, woran man sieht, dass es natürlich ein bisschen mit Tricks gemacht wird. Aber das Grundsystem an sich, dass man Voxel Game als Welt darstellen kann, das funktioniert relativ gut. Und das ist halt geil. Jetzt muss ich nur gucken, wo war das, dass man durch die Welt durchfallen kann. Das war doch, war das da oder... da oder wo war das? Man konnte irgendwo durch die Welt durchfallen. Achso, ja genau, hier unten ist noch mal eine U-Bahn, die quasi auch diesen Trick zeigt, dass die U-Bahn quasi einmal um den Planeten drumherum geht. Oh, ab hier geht es jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, ich müsste die Welt mal zurücksetzen oder die Einstellung mal zurücksetzen, damit wieder der originale Radius. Warte mal ganz kurz. Exit to OS. Ich mach mal folgendes. Mindtest.conf. Jetzt weiß ich nur nicht, wie. Ach scheiße, ich habe direkt die Originalwerte verändert. Warte mal ganz kurz. Habe ich noch die Originaldatei? Nee. Doch, habe ich noch. Sehr schön. Dann folgendes. Hey, warum zweimal? Zwerftest Release mit Unterstrich und mit Bindestrich. Interessant. So, okay, ist eine Version neuer als die andere? Ach kacke, jetzt hat er jetzt bei beiden das aktuelle Datum übernommen. Das ist natürlich nicht so schön. Wartet mal ganz kurz, wartet mal ganz kurz, hier ist ja hier. So, du bist vom Oktober 2008, du bist vom Oktober 2006. Ach ne, 8. Oktober, ja. Und 6. Oktober ist die amerikanische Schreibweise. Kommen wir, packen einfach mal das Ding hier. Das ist das mit dem Unterstrich. Das heißt, das hier. Hier entpacken. Warum ist jetzt beides entpackt? Macht keinen Sinn, ist aber auch egal. So, hier ist das alles drinne. Okay, hier ist ein... ja, okay.
Ich glaube, das würde jetzt aber fast zu lange dauern, das Ganze nochmal zu kompilieren. Was? Nani? Wait a second. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich das zweimal habe. Wow, okay. Das ist die Release-Version und das ist jetzt der Quellcode. Das heißt, ich brauche quasi bloß, ist ja auch eigentlich egal. Es geht ja eigentlich nur darum, dass wir die originale Konfigurationsdatei haben. Das heißt, wir brauchen die hier. Dann kommst du mal bitte weg. Du kommst da hin. Du kommst da. Achso, ja. Hat jetzt natürlich den Unterordner gepackt, danke dafür. So, jetzt müssen wir die originale Konfiguration haben. Was? Nee, da. Holy moly. So. Genau, jetzt haben wir die originale Konfiguration. Jetzt müsste das Ganze auch funktionieren. Jetzt sind natürlich auch die ganzen Tastatureinstellungen wieder auf der Originalversion. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wie die Tasten hier sind. Hier sieht man auch schon, jetzt ist die Welt wesentlich stärker gekrümmt. Und jetzt sieht man auch schon, aha, dadurch, dass die Stärke gekrümmt ist, ist die Schwerkraft natürlich kleiner. Boah, Alter. Change Key. WASD. Use ist. Ah ne, das war richtig. Wieso kann ich denn nicht rennen? Fast. Genau, hier setzt die U-Bahn. Hier ist einmal das Mesocon, was einmal um die Welt geht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier aktiviere, hopp, gehen hier die Lampen an, obwohl das Draht eigentlich ne, nach da geht, weil es halt einmal um die Welt geht. Also siehst du, jetzt sieht man hier unten auch extrem viel stärker diesen Effekt, dass die Maus was ganz anderes anvisiert, als sie eigentlich gerade zeigt. Weil halt die Maus davon ausgeht, dass die Welt gerade ist. Heißt also, ich visiere eigentlich das an, obwohl nach der Krümmung das Ganze viel weiter unten ist. Ja. Ich habe keinen Aufgrund, gerade nicht rennen kann. Was ist jetzt hier gerade los? Darf ich bitte mal rennen? Tja, irgendwas funktioniert das hier gerade nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach wow, wir hatten die Berechtigung gar nicht aktiv. Okay, so, jetzt sieht man schon, upsala. Genau, wenn wir normal laufen, bleiben wir so auf der Erde, aber wenn wir sehr schnell laufen, dann sind wir schneller als, ja, das und wir fliegen hoch. Und da gibt es auch ganz witzige Effekte, zum Beispiel auf der flachen Welt. Oh Alter, ist so kopfig gerade. Auf einer normalen Welt würde man hier natürlich jetzt reingehen. Oh, das sieht so krank aus, Alter. aber aufgrund der, ne, dass die Erde halt extrem stark gekrümmt ist,
kann man hier einfach rüberspringen. Tada! Aber ja, wie gesagt, man sieht im Hintergrund auch manchmal so Sachen aufblitzen, weil natürlich diese Sichtweitenberechnung natürlich auch nicht ganz so einfach ist. Das heißt, das Ganze ist hier sehr, sehr experimentell alles. So, wo war jetzt das Ding, wo man durch die Erde durchfallen kann? Ach so, hier war Lava, genau. Hier war das, wo man auch hier drüber laufen kann. Oder aber einfach rüber springen kann. Bam. So, jetzt haben wir hier nochmal den Turm. Und bei dem Turm, jetzt sollte das so funktionieren. Tada. Hier oben ist jetzt so wenig Schwerkraft. Ja. Und man sieht, ich falle nur noch ganz, ganz leicht. Ich mach mal kurz so hier. So. Hup. Und wenn ich jetzt hier lang laufe, dann war es dann wieder, glaube ich, so, dass ich jetzt gar nicht mehr den Boden berühre, sondern tatsächlich einfach die ganze Zeit in der Luft bleibe. Und das Kranke ist aber, ich schalte mal hier ganz kurz meine Position an. Okay, doch, ich falle doch ganz langsam. Ich habe jetzt 86, 85 Höhe und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt Speed gebe, 88, 9, 1, und schon fliege ich von der Erde weg. Ich verlasse quasi meine Umlaufbahn. So, dann fahren wir mal wieder auf die Erde rauf. So, was jetzt auch funktioniert, ist das mit der U-Bahn natürlich. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier langlaufen, können wir quasi durch die U-Bahn einmal auch die Erde umrunden. Ja. Man sieht natürlich an der Grenze der Erde bestimmte Lichtfehler, weil natürlich die Welt intern ist natürlich immer noch eine Scheibe. Das heißt, technisch gesehen bewege ich mich an einen Rand und komme dann auf der anderen Seite wieder raus. Rein technisch gesehen. Aber das Ganze wird halt optisch so umgebogen, dass es halt wirklich so für den Betrachter halt aussieht, als wenn das eine Welt wäre. Natürlich hat es auch an manchen Stellen Artefakten, hat man ja gerade zum Beispiel gesehen, hier mit der Lichtberechnung, dass halt auf der Seite der Welt ist Licht, auf der Seite der Welt kommt aber an der Stelle gar kein Licht mehr, deswegen ist es an der Stelle halt dunkel. Könnte man umgehen, indem man, wenn man hier die Welt baut, an der Stelle auch eine Fackel hinsetzt. Aber das ist jetzt alles weitergehende Kacke. Was macht der Lichtschalter eigentlich? Ach so, Licht an. Oh. Alter, jetzt schlage ich die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Decke. Macht voll Spaß. So, jetzt aber immer noch die Frage. Ich wollte eigentlich das Ding hier zeigen mit, so, wo man durch die Erde durchfahren kann. Wo war denn das? War das das hier? Ja, das müsste es fast gewesen sein. Genau, hier ist das. So, und jetzt sieht man, guckt man unten auf die Koordinaten, oben links auf die Koordinaten. Man fällt in die Welt rein. Hat jetzt nicht so funktioniert, weil er mit dem LAN gerade nicht hinterher kam. So, jetzt so. Man fällt in die Welt rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Jetzt fällt man auf der Seite wieder rein, wegen Schwerkraft, und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Yay! Und wie gesagt, wenn ihr oben auf die Koordinaten guckt, sieht man auch, man kommt quasi, wenn die Welt eine Platte ist, fällt man da rein, wird, weil das ja umgebogen wäre, das quasi auf der anderen Seite der Welt wäre, kommt man da quasi rein, wird auch da teleportiert, kommt da wieder raus, fällt da wieder rein, wird, wenn man wieder unten ankommt, wieder nach da teleportiert, fliegt wieder raus. Und das ist quasi das, was man hier unten immer als Sprung sieht, dieses Hin und Her teleportieren an der Stelle. Und das ist halt, ne, man könnte jetzt aber an der Stelle halt auch sagen, okay, da mache ich einen Lava-Layer und dann tue ich so, als wenn ein richtiger Erdkern wäre und hier alles Lava wäre drinne und so weiter und so fort. Und wie gesagt, man sieht auch schon, hier ist es natürlich ultra krass übertrieben, der Radius ist viel zu klein. Deswegen hatte ich persönlich auch für meine Tests den Radius wesentlich höher eingestellt. Aber man kann den Radius halt natürlich noch größer einstellen, dass halt im normalen
Spielgeschehen, das überhaupt nicht mehr auffällt. Ich hatte zum Beispiel den Radius auch mal auf mehrere tausend Blöcke eingestellt. Da hast du so im normalen Spiel gar nicht gemerkt, dass die Welt gekrümmt ist. Aber du kannst halt trotzdem damit die Effekte machen, dass halt die Welt zum Beispiel, wenn du eine Seite, ein Ende berührst, du an einem anderen Ende wieder rauskommst, oder dass du halt, wenn du in die Mitte der Erde gehst, auf der anderen Seite wieder rauskommst und solche Sachen. Die kann man halt nach wie vor machen. Außerdem ist es halt einfach von der Technik her ultra geil. Einfach dieses zu zeigen, was man alles aus einer blockbasierten Welt alles machen kann. Das ist echt geil. Ja. Wollte ich nur mal zeigen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es fast. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, aber jetzt ist wahrscheinlich die gesamte Zeit mittlerweile fast rum. Wie lang ist denn die Folge? Boah, Alter, 2,6 GB. Ja, 20 Minuten. Ah, gut, ich würde mal sagen, dann räumen wir bei dem Creator-Server noch schnell unser Inventar auf und dann lassen wir es an der Stelle am besten auch mal gut sein. Das habe ich tatsächlich hier länger gebraucht, als ich gedacht hätte. Aber es war, wie ich finde, also, ne? Wie gesagt, wer das finden möchte, ist halt GitHub, beziehungsweise auch YouTube-Videos, einfach Sphere-Test eingeben. Oder runde Minecraft-Welt. Ja, er hat tatsächlich das Video mit Minecraft bezeichnet. Schande über sein Haupt. Aber ist darin begründet, dass er es am Anfang halt versucht hat. Ne? Seine Idee war halt, das mit Minecraft zu realisieren. Hat dann aber relativ früh erkannt, okay, sowas geht mit Mindtest, weil es halt modding-technisch freundlicher ist, auch vor allem, weil der Quellcode veränderbar ist direkt, halt viel einfacher geht. So, was wir jetzt hier machen, ist erstmal aufräumen. Hatten wir unsere Taschen schon ausgeleert? Nee, ne? Ne, Stein aber noch drinne. Alles andere ist aber in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Gut, das heißt, ich packe mal das Holz da rein. Die Schnur packe ich hier rein. Blöcke packe ich hier rein. Alter, wir haben schon 5 Nierenkatzen gefunden. Ah ne, 6. Hier ist auch noch eine. Lol. Läuft bei uns. Den ganzen Scheiß packe ich mal auch hier mit rein. So, jetzt ist in unseren Taschen nur noch Gestein, richtig? Ja. Ach so, ja. Packe ich die Schienen hier mit rein oder schmeiße ich die einfach weg? Ach, ich lasse die erstmal hier drin liegen. Können wir immer mal gebrauchen vielleicht, keine Ahnung, für irgendwas wird es schon brauchbar sein, keine Ahnung. Gut, dann nehme ich mal jetzt die Steine in mein Inventar. So, mittlerweile sind übrigens unsere Ofen fertig, unsere Öfen fertig. Und das Laub hat tatsächlich noch gereicht. Lol. Hätte ich jetzt so nicht Alter, ich... Boah. Ich hatte gerade vor meinem Auge die Illusion, dass unser Boden gekrümmt ist jetzt. Alter. Okay. Ich glaube, ich brauche nach dem Sphere-Test erstmal Pause. Urlaub. Alles. Okay. So leicht kann man ein menschliches Gehirn durcheinander bringen. Immer wieder interessant. So, wir brauchen Blätter. Ich will nämlich jetzt mal die Öfen anschmeißen. Ne, wir nehmen erstmal die ganzen gemischten Blätter von hier unten aus der Kiste. Damit wir die hier Stück für Stück abarbeiten können. Tropenblätter. So, dann schmeißen wir die mal in die Öfen rein. Zum Beispiel so. Warte mal kurz, ich fülle erstmal die hier auf. Die haben wir bereits die Nadeln drin. Wow. Okay. So.
Da bleiben nämlich gar nicht mehr so viele Nadeln übrig, sehe ich gerade. Das heißt, wir machen das Ganze mal so und dann kommen hier nochmal die Dinger rein. Kiefernadeln. Ach komm. Hä? Oh, die Tropenblätter. Dann mache ich das mal so. Und einfach mal so. Perfekt. So, ihr kommt einfach mal hier wieder mit rein, ganz ehrlich. So, bam. Okidoki. Oh, wir sollten übrigens mal was essen hier. Halt. Okay. Ne, die Steine will ich ja später ins Lager packen. Die bleiben im Inventar. Aber was wir jetzt machen können, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal einschmelzen. Und wir haben tatsächlich doch noch 6 weitere Stacks. Gut, bei einem fehlt 1. Wow, danke dafür. Sehr schön. Aber die 6 Stacks behalte ich natürlich auch mal in Rohform, weil man braucht ja auch in Rohform Eisen. Zum Beispiel für diese komischen Schmiededinger da. Und wisst ihr Geier was? Wisst ihr was? Ich mache sogar so, ich schmelze nur 3 Stacks ein. Reicht erstmal für den Alltagsgebrauch aus. Und die anderen, umso mehr haben wir Reserve, falls wir doch noch für irgendwas anderes dann auch nochmal Roheisen brauchen. Keine Ahnung. Weiß man ja am Anfang nicht. So, und den ganzen restlichen Kleideradatsch. Habe ich jetzt hier eigentlich die ganzen Öfen ausgeleert? Nee, ne? Doch, habe ich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann bringe ich jetzt den ganzen Rest erstmal ins Lager. Okay, sehr schön. Die Krümmung von meinem geistigen Auge ist langsam wieder weg. Langsam erkenne ich die Welt wieder als flach. Das ist sehr schön. Sonst werde ich hier noch wehkrank. Keine Ahnung. So, 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 so. So, so, so. Alter, haben wir mittlerweile scheiß viel Gestein, ey, das ist ja... Boah. Gut, andererseits 6400 ist jetzt noch nicht so viel, dass man sich da Gedanken drum machen muss. Okay, wir haben insgesamt... Ja, naja, fast 10.000 Stein. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. Also da, das reicht erst für mal für ein bisschen. Für unser Hotel. Denke ich mal. Das heißt, an Stein, wenn wir jetzt erstmal die nix, keine Mangelerscheinungen haben... Die Sache, Alter, ich habe schon wieder dieses, dass das Wasser gerade gekrümmt war. Alter, boah, scheiß Fährtest, Alter. Das ist, hat erstmal meine gesamte Wahrnehmung komplett gefickt. Was ich gerade sagen wollte, ist da hinten, den Brunnen, den wir da hinten gebaut haben, war natürlich komplett useless. Also, das hat uns gerade mal 3 Stacks oder so gebracht. Und im Vergleich zu dem, was wir jetzt alleine durch die Höhlentour unten bekommen haben, wir hätten gleich einfach direkt eine Höhlentour machen sollen. Ich meine, gut, okay, so lange hat die Sache da hinten jetzt mit dem Brunnen nicht gedauert. Von daher war es jetzt keine Zeitverschwendung in dem Sinne. Aber es war halt trotzdem useless. Tja, und hier wird bald eine richtig schöne Mine draus. Vielleicht ist sie doch ein bisschen sehr lang geworden. Vielleicht sollte ich da hinten die letzten paar tatsächlich auch wieder dunkel machen. Mal gucken. Oder ich sollte zumindest dafür sorgen, dass nicht bei jedem ist, sondern nur bei jedem zweiten zum Beispiel. Dann hat man hier so ein bisschen so Lichteffekte drin. Ja, so sieht das schon besser aus. Wenn ich jetzt noch mache... Ja.
So sieht das schon, doch schon wesentlich mehr wie eine Mine aus. Warte mal ganz kurz. Vielleicht mache ich es tatsächlich doch eher so. Ja, doch, so ist besser. So ist definitiv besser. Perf. Oh, das ist doch eine geile Atmosphäre. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Easy. Jetzt brauchen wir hinten nicht mal einen Zaun. Es sieht jetzt einfach so schon geil aus. Sieht das geil aus oder was? Das ist ja schlimm, ist das. Okay, so ist cool. So ist geil. So gefällt mir das Ganze schon viel, viel besser. Sehr schön. So, Inventar ist leer. Na gut, jetzt haben wir hier ein paar Fackeln bei uns drin. Direkt in die Höhle gehen und alles aufstellen. Ach, der hier dieser hohle Weg einfach. Ja. Und bevor jemand fragt mit, Ronny, kannst du dieses Schwert-Test mal als Server machen, dass wir auch mal so auf Overwatch spielen können? Nein, geht leider nicht, weil das sind Änderungen im Client. Primär nicht im Server. Im Server zwar auch, aber dass das so als rund aussieht, sind Änderungen in der Darstellungsweise und damit im Client. Das heißt, ihr müsst euch die Version schon selber runterladen und selber bei euch benutzen, wenn ihr das haben wollt. Das kann man so als Server nicht anbieten. Wobei, jetzt bin ich mal überlegen. Es ist ja immerhin ein ganz normales Server-Client-Modell. Das heißt, wenn irgendjemand so einen Server hostet mit so einer runden Welt und mehrere diesen Client auch als diese Version benutzen mit dieser runden Welt, dann könnten ich über dem Wege, dann braucht zwar jeder, der auf diesen Server joint, diesen speziellen Client, aber dann könnten tatsächlich auf einer runden Welt mehrere Spieler spielen. Das wäre geil, das wäre witzig, das wäre ultra witzig. Wie gesagt, das Problem ist natürlich nur, die Leute, die da drauf joinen, die brauchen dann halt entsprechend den speziellen Client und da das die wenigsten wissen werden, dann würden dann hoffenweise Leute versuchen, auf den Server zu joinen, die dann sich fragen, hö, was ist denn das hier für eine komische Welt? Warum ist die Welt so klein? Warum werde ich immer hin und her teleportiert? Was soll der Mist? Ja. So, die Fackeln habe ich jetzt gerade schon weggepackt. Oh. Was hab ich hier denn gemacht für eine Scheiße? Hallo? Hä? Achso, doch, genau. Okay. So, fertig. Feierabend für heute. Oh, der Sound ist so schön. Ja, und die finde ich natürlich wieder komplett useless. Vor allem, wenn man die so zuknallt, man müsste locker das Glas hören. Beziehungsweise besser, da wäre gar kein Glas mehr. Das würde einfach disappearen. Es würde sich einfach so Staub verwandeln. Schneit hier. Wobei Glasstaub sieht schon scheiß geil aus. Ist auch scheiße gefährlich, weil Glasstaub, also wenn du jetzt Glas flext zum Beispiel, flext. Ja, aber wenn du Glas zum Beispiel schleifst oder ähnliches. Das Zeug sollte man besser nicht einatmen. Das zerfetzt dir die Lunge. Und alles andere auch. Oh, apropos zerfetzen und Lunge und. Okay, hat damit jetzt eher weniger zu tun. Aber apropos absolut übel sein. Okay, komm, Feierabend hier. Ich habe vor kurzem, also jetzt kurz vor der Aufnahme, ein Video gesehen. Also eine Doku. Über einen Bacterius Bacillus Maximus. Ich hoffe, es das heißt nicht so. Achso, du kannst natürlich zu, weg mit dir. Das seinesgleichen sucht. Gibt einfach mal bei Google ein. Der Blob. Das Ding ist. Ich schwöre euch. Ihr kriegt Albträume davon. Es ist einfach ein.
Schnauze. Es ist quasi eine Art Pilz. Es ist aber kein Pilz, sondern eine eigene Gattung von Spezies. Ne? Es gibt ja Menschen, Tiere, Pflanzen und sowas. Ne? Und das Ding ist eine komplett eigene Gattung. Es ist ein einzelliges Organismus, das aber so unendlich gruselig ist. Ich wirklich. 50 Minuten lang Doku gibt sie euch. Ich weiß, Dokus gelten als ultra langweilig. Gut, ich persönlich gucke Dokus extrem gerne. Aber diese Doku, glaubt mir, ist besser als jeder Blockbuster. Das Ding ist einfach so krank. Also jetzt nicht die Doku, sondern der Bacillus. Der Blob, so heißt das Ding auch. Also, gebt euch einfach mal, gebt euch einfach. Ist gruselig. Okay, ja, von daher würde ich mal sagen, für heute war es das eigentlich. Digga, warum ist die gleich schon wieder so groß? Achso, ja gut, weil wir eine Menge rumexperimentiert haben und so. Ist auch egal. Ja, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V. Und dann sieht man sich nächstes Woche wieder raus.